Hallo ihr Lieben, heute wieder Neues aus der Werkstatt. Hallo zusammen. Und heute fangen wir mal an mit... Bob. Nachrüstung von PDC. Park Distance Control. Rückfahrpiepser, Parkpilot. Ganz viele Wörter gibt es hierfür. Ne? Was brauchen wir dafür? Ein Auto. 4 Sensoren, ein Steuergerät, ein Piepser und ein bisschen Fachwissen. Ein Piepmatz oder eins mit Digitalanzeige. Das ist schon vorbereitet. Der Werner hat hier schon die Stoßstange abgebaut. Der hat sie schon manipuliert, hat nämlich Löcher reingebohrt. Genau. Einfach in den Stoßfänger. Ich gehe auf die andere Seite. Hier kann man sehen, ach guck mal. Da hat der Hersteller schon, ach das ist auch mal ganz nett. Also viele Autos werden ab Werk hier auch schon mit PDC, Park Distance Control, ausgeliefert. Genau, und hier hat der Hersteller schon schöne Standzungen vorgenommen. Da kann man sogar sehen, wo man... Wo die Original sitzen. Die Original sitzen. Weil die verbauen andere Ausführungen. Die werden dann von hinten aufgeklebt auf diesen genau. Stoßfänger. Sind nicht besser und nicht schlechter als die auch. Perforierungen schon vorgesehen. Die viel preiswerter sind. So. Ich hatte schon einen rausgemacht. Ach so, okay. Die sind doch zusammengeschraubt. Ach so, hast du komplett raus? Okay. Ja. Haben die nicht Farbmarkierungen drauf? Was steht da nicht drauf, welcher wohin muss? Ja, ne? Was? Normalerweise. Nö, das ist denen ein bisschen bisher egal. Bisher waren da immer so Farbtupfer drauf. Was bei denen... Normalerweise steht da drauf, weil es links oben unten... Ja, ne? Aber der Ausführung ist egal, ja? So, hier steht auf jeden Fall drauf, dass hier, wo oben ist und unten ist. Es gibt, wenn der... Das ist ja bei dem natürlich total super, weil er schon innen drin Markierungen hat. Bitte? Rechts, links. Die werden einfach so eingeführt. Und fertig. Sitzen schon rein. Also sieht sehr, 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 sehr sauber aus. Ich guck gerade, aber der hat nichts davon draufstehen, Werner. Nee, bei dem ist aber das. Aber Nummer stehen da drauf. Ah, siehst du? Du hast da eine Nummer drauf. Hier auch. Ich habe eine 3. Hier steht die Nummer 1. Also die gehören an bestimmte Stellen. Am Steuergerät. Am Steuergerät werden die an bestimmte Stellen. Das waren aber die andere Ausführung, die wir bis jetzt hatten das nicht. Ne? Eigentlich haben die alle Farbmarkierung oder eine Bezeichnung. Weil, okay. Weil der. Kommuniziert mit denen. Wir haben eine Satzdiagnose und wenn der bestimmten Reihenfolge piept, dann weißt du, okay. der Sensor ist gut. Ah ja, okay. Die kommunizieren immer miteinander, ne? Der mit dem und der mit dem. So, und wenn dann sich irgendwas in diesem Bereich befindet, hast du den schon drin? Hast du einen reingemacht? Nee, ich habe ihn wieder rausgemacht. Okay, weil das geht schön bei denen rein und raus, ne? Ja, genau. Können wir mal einen zeigen, wie der drin sitzt? Ja, habe ich schon gezeigt. Ja? Pass auf, die fahren dir die Socken ab. Ja, weiter, komm. Ja, wir machen ein bisschen Platz. Weiter. Hier, der hat auch welche drin. Hier, der hat auch PDC-Sensoren drin. Holger, sag ihm, wie weiter noch kann. Kannst weiterfahren. Die zeigen natürlich etwas früher an, deswegen hat der Angelo jetzt Angst. Weiter, kannst weiterfahren. Ja, hat der Angelo jetzt Angst, hinten die Schubladen kaputt zu fahren, weil die ja schon ab einem Meter anfangen zu piepsen, bei 20 cm hören die auf. So. Hier kann man nochmal sehen. Wieder drin sitzt, haben wir gerade schon, dann wird das Kabel, können wir mal am Fahrzeug zeigen. Lassen wir es einfach mal hier drin. Warte. Kabel werden einfach hier hinten verlegt. An einer Stelle. Hier ist zum Beispiel auch schon eine Vorstanzung. Ja, so eine Gummivorstanzung hat der Werner hier auf der Seite schon rausgeholt. Ne? Damit man die Kabel in den Innenraum legen kann. Und dann werden die Kabel einfach. Ah, hier hat auch schon ausgearbeitet. Das ist alles schon vorbereitet hier. Ja, da muss man eben aufpassen, dass wenn man die durchführt, die Kabel, wenn dann hier rein. Ich mache es jetzt einfach nur mal provisorisch, dass ihr das seht. Und jetzt werden alle Kabel hier reingelegt. Dass nachher auch kein Wasser da reinläuft. Das heißt, die Kabel werden auch so gelegt, dass sie so nach unten weg zeigen und nicht so. Dann läuft das Wasser nämlich oft hier am Kabel lang und könnte hier reinlaufen. Also lege ich sie so hin oder mache noch ein bisschen Dichtmasse dran. Genau. Dann bin ich auf der ganzen Seite. An dem Kabelstrang mit Kabelbändern festgemacht. Innen drin wird der... Hier kommt der Piepser. Den Piepser bauen wir in den meisten Fällen, könnt ihr mal sehen, einfach hier oben drauf. Da stört es keinen, man kann es dort anbringen. Oder man kann den Piepser hier oben anbringen. Was immer wichtig ist, zu gucken, wo man das Kabel am besten irgendwo langlegt. Hier zum Beispiel unter der Verkleidung her kann man hier den Piepser... Na, ich finde es jetzt nicht so schön. Nee. Dann würde ich eher hier oben die Stelle wählen, dann kann man das Kabel hinten verschwinden lassen und dann Es geht ja nur darum, dass der Ton gut hörbar ist.
Und der macht dann genau das, was ich eben auch gemacht habe. Was? Piep, 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 ja. Das Steuergerät. Und dann kommt Buff. Aber das Geräusch kann er nicht. Das Steuergerät wird hier auch hinter der Verkleidung verbaut. Irgendwo hier hinter, also hinter die Verkleidung. Und das ist hier der Anschluss, der ans, an den Rückwärtsgang drankommt. Das heißt einmal Minus und einmal die Leitung kommt an das Licht vom Rückwärtsgang. Das musst du sich raussuchen, welches das ist. Und in dem Moment, wenn man den Rückwärtsgang einlegt, wird das Steuergerät angeschaltet und das Ding fängt automatisch an zu piepsen. Wenn man die Sachen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das ist jetzt eine Ausführung, die hier verkabelt ist, wo auch Kabel hier angeschlossen sind und ein Piepser daran angeschlossen ist. Die gibt es auch mit Funk. Das heißt, wenn ich größere Fahrzeuge habe, ich habe zum Beispiel bei mir im Wohnmobil ein paar Piepser hinten dran und einen vorne dran. Er braucht den Schluss. Ihr könnt doch einfach sprechen, du willst die Kamera an oder sowas. Haben Sie sprechen. Angst zu stören, das ist auch nett, oder? Nett. Es gibt ja hier auch nette, ne? Ja. So, nochmal zurück zu den Parkpiepsern. Ich habe hinten welche dran und vorne dran. Von hinten bis nach vorne sind natürlich 8 Meter Leitungen, das ist viel zu viel Kabel zu verlegen. Die haben dann eine Funkübertragung. Dann werden die hier hinten genauso angeschlossen wie die auch. Und sobald die mit Spannung versorgt werden, übertragen die ein Funksignal zu vorne zum Steuergerät. Das sitzt dann auf dem Armaturenbrett. Optisch, akustisch, da gibt also unterschiedliche Geräusche, die kann ich ihm dann auch noch sagen, wie er piepsen soll, für vorne und für hinten. So weiß ich immer, wenn das macht, piep, 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 dann weiß ich, dass das ist hinten. Und wenn er macht, piep, 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 das ist für vorne. Ne? Wunderbare Sache zum Nachrüsten, erste Sahne, richtig klasse. Was im Zoo als Vogelkundler oder piep, 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 piep. Als Funk, das hat der Jürgen bei sich im Wohnmobil drin und ich bei mir auch im Wohnmobil drin. Und es gibt dann die Ausführung, wo man einfach komplettes Kabel durchs Fahrzeug legen muss. Mit dem Funk, also, finde ich schöner. Ja, ich finde es auch mit dem, wenn man die Frontdinger einbaut, das läuft dann über das Tachosignal. Das heißt, wenn der Wagen langsamer ist als so und so viel, Stundenkilometer, ab 5 Stundenkilometer schaltet das ein, da muss man ans Datenbussystem rein. Ist manchmal ein bisschen tricky, obwohl da gibt es auch gute Interface und Umwandler. Aber vorher schlau machen, bevor man so ein Ding einbaut. Ja. Gut, haben wir. Ich aber sehr gerne. Soweit alles. Ja, und es ist geil. Also ein Auto ohne PDC, ab einem gewissen Alter geht das ja sowieso nicht mehr so richtig. Ne? Ne? Komm, wir gehen mal zum nächsten Auto. Wir können uns noch umdrehen. Zum nächsten. So, hier haben wir einen 94er E36 BMW 316 mit 75 kW. Schöne alte Maschine, schon viele Jahre daran rumgeschraubt. Ja. Und der hat ein Problem, und zwar verliert er hier vorne Öl. Da tritt Öl aus. Das hat immer einen Grund, wenn irgendwo Öl austritt. Genau. Meistens sind die Dichtungen kaputt. Alt, hart, ja. Nie getauscht worden. Es gibt aber auch andere Gründe. Ja, und ein Grund ist bei dem hier, dass das Gewinde im Deckel kaputt. Das passiert. Das heißt, die Schraube wird nicht mehr fest und ich kann den Ventildeckel nicht mehr anziehen, genau. Um den abzudichten. Ja, der ist unten drunter, da innen drin das Gewinde kaputt. Und das passiert, dass, wenn so ein Ventildeckel abgebaut wird, abgeschraubt wird, angeschraubt wird, so, und dann reißt im Prinzip, kannst du hier auch sehen, hier kann man im Prinzip die Reste. Hängt das Gewinde noch dran? Ja, die Reste vom Gewinde sehen. Dann hat auch schon jemand das versucht, dicht und fest zu machen. Ja, die versuchen das einzukleben mit irgendwas, als wenn es damit dicht werden würde. Ich kann es ja nicht festziehen, wenn ich es festklebe. Das ist, so. Manchmal fragt man sich. Naja. Ja. So, jetzt machen wir hier an dieser Stelle, ist das natürlich die Frage. Was kann man tun? Ne? Die Spezialisten jetzt vor der Kamera werden, vor dem Kamera sag ich schon, am Bildschirm werden jetzt schon sagen, nö, ist doch klar. Aber es ist nicht für alle klar. Man kann jetzt hier den Deckel neu machen, den Deckel abbauen und komplett erneuern. Da sind dann da neue Gewinde drin. Man kann aber auch was anderes machen und das zeigen wir euch gleich. Wenn wir jetzt schrauben wir erstmal den Ventildeckel ab und dann zeigen wir euch. Kaltmetall zukleben, neues Gewinde reinschneiden. Könnte man. Könnte man. Ist aber zu aufwendig. Genau. Geht einfacher. So. Schraub, schraub, schraub. Haben wir eigentlich keinen, der hier das abschrauben kann? Ach, Herr Doktor, haben Sie keinen Assistenten? Ja. Ja, haben wir. Was das da oben, die Zündspule ist 8er, ne? Das ist eine 8er Schlüsselgröße. Ja.
Warum willst du ihn abmachen, Holger? Was? Warum willst du ihn abmachen? Ja, da kommst du besser an die unteren Schrauben dran. Da meinst du, geht so. Ja. Hä? Ja. Kriegst du so ab? Ja. Ah, du kommst dran, okay. Oh, guck mal hier, wie weich der ist. Oh. Ich schieb ihn lieber runter. Ja, muss ich den Schraubenzieher runterschieben. Oh. Mit meinen Schraubenzieherfingern. Oh, ey, das ist lähmend hier, diese ganzen Schrauben. Immer entspannt bleiben, Baby, immer entspannt bleiben. Oh, ich gehe schon mal unser Werkzeug holen. Unglaublich. Normalerweise, das ist ein sogenannter Helikoil- oder Vorkoil-Satz. Normalerweise muss das jetzt alles hier voll sein, alles perfekt und alles. Aber jetzt, das muss ich jetzt erstmal hier, mach mal aus, das muss ich jetzt erstmal innerbetrieblich klären. So, lose ist er. Jetzt machen wir den noch ab. Komm raus hier. Dichtung kommt wahrscheinlich nachher auch neu. Das lege ich mal so, und jetzt haben wir ein kleines Problem. Was denn? Ja, also ist jetzt wieder komplett der Lack von einem anderen Werkzeug, ist was rum. Die haben M6er Helikoil bestellt und das ist leider zu schmal. Das muss ach, das ist zu länger kurz. Aus, das ist zu kurz. Pass auf, Junge. Mach du rüber, dass du bei denen in den Laden reinkommst. Ja. Du hast ja genug das zu tun. Ich besorge ein neues Helikoil und dann erkläre ich euch das und sage euch was dazu. Ich leih mir jetzt in der Nachbarwerkstatt was, beim Kollegen was. Und dann okay, dann bin ich raus, Holgi. Habt ihr cool. Ja. Wir sehen uns. Ja. Ja. Ciao. Ganz sicher. Gut, und ich bin eben weg, bin sofort wieder da. So, hab jetzt zwei von einem Kollegen geliehen bekommen. Zwei Einsätze. Kann man sehen, die sind doch schon etwas. Das sind doch, das sind ja, passt überhaupt nicht. Das ist viel kürzer und dann passt es sich. Also, zur Erklärung. Wir haben jetzt hier an der Stelle, ist das Gewinde ja kaputt. Das heißt, die Schraube, wo hat der Jürgen die Schraube vorhin hingelegt? Die hatte ich doch vorhin gelegt, ne? Ah, hier. Das lege ich jetzt erstmal sicher hier vorne, weil wenn ich auf den Motorraum lege und es fällt um, so schöne Kacke am Dampfen. So. Hier das Gewinde innen drin ist ja kaputt. Das kann man so rein und rausschieben. So. Jetzt fehlt es da innen drin ja natürlich Material. Das können wir jetzt nicht da rein dampfen oder was weiß ich was machen. Ja, wir machen es ganz geschickt. Das wird jetzt aufgebohrt auf einen bestimmten Wert. Das ist genau hier dieser Bohrer. Ich bohre das auf. Dann wird dieses Helikoilgewinde mit da reingedreht. Also stopp, aufgebohrt. Dann bohre ich in das Loch ein Gewinde rein. Und dann wird dieses Helikoil da reingeschraubt und dann passt genau das Gewinde da rein und ist stabil. So, und das mache ich genau jetzt. Kommen wir natürlich nicht dran. Das wollte ich vorhin abschrauben, hat Jürgen gesagt, brauchst du nicht. Ist kein Problem, ich komme so dran. Ja, scheinbar. Hat das nicht gedacht, dass wir jetzt gleich mit der Bohrmaschine dran arbeiten müssen. Das ist auf jeden Fall hier die Zündspule. Die mache ich jetzt erstmal ab, die Spule. Damit ich noch Platz habe, wir müssen ganz gerade reinbohren. Aber jetzt haben wir natürlich hier ein Problem, wenn ich jetzt da bohre, dann kann die ganze Späne natürlich da in den Kettenkasten reinfallen. Und das machen wir ganz einfach so, stecken hier einen Lappen rein und ich mache mir noch mal so ein bisschen was zu nutzen. Das heißt, ich nehme Fett, schmier das Fett hier drauf, ja, und damit fällt da auf jeden Fall
nichts rein. Sieht zwar nicht so toll aus, aber ist sehr hilfreich. Und die Späne da unten drin wäre jetzt nicht so gesund. So. Dann würde ich sagen, bohren wir es auf. Wo man darauf achten muss, ist, dass es eben gerade ansetzen kann. Deswegen habe ich jetzt hier die Spule weggebaut. Das ist ja Aluminium, das geht ganz butterweich, geht das rein. Und ihr seht, die Späne fallen also nicht in den Block rein. Das weiß ich nicht. Ich probiere das aus. Nee, Quatsch. Ich habe jetzt genau dieses Stückchen. Kann ich mir jetzt hier die Schraube, die ich vorhin hatte, nehmen. Ich habe jetzt bis hier gebohrt, kann man sehen. Ein bisschen tiefer bin ich gegangen. Das ist eine Gefühlssache. Das kann man auch genau hier ausmessen, dann hier einen Schrauben, sagt man in Kölle, also einen Strich hinmachen und dann kann man sehen, wie tief man bohrt. Und ich habe genauso tief, wie das Gewinde ist. Das ist einfach so eine Gefühlssache. Und gut, so jetzt die Schraube legen wir auf Seite. Jetzt machen wir das hier sauber. Nehmen dann hier, seht ihr, das Fett ist jetzt schön aufgefangen, da ist noch nicht mal so irgendwas in die andere Richtung runtergefallen. Jetzt sehen wir das so und nehmen das Fett ab. So, ist das schön sauber. Jetzt blase ich das ein bisschen aus mit Luft. Hast du eine Luftpistole für mich? Was denn? Beide Seiten. Was? Bremssattel falsch. Boah, komm mal mit gucken. Was soll der machen? Inspektion oder was? Ja. Was ist das für ein Auto? Skoda Octavia Superb. Ach, den hast du schon umgebaut? Ja. Ein Skoda Superb. Ich hab den schon umgebaut, ich hab den nicht gedreht. Soll schon Öl auflaufen? Eine Inspektion wird hier bei dem Fahrzeug gemacht. Ne? Räderwechsel, ein Steinschlag in der Scheibe ist auch seitlich. Okay. Ein Steinschlag ist hier drin, ne? Was? Richtig großer? Ja, können wir gleich mal zeigen. Achso, im Sichtfeld? Nee, ist oben. Gut, können wir gleich nochmal eine Steinschlagreparatur zeigen. So, und dann wird die Inspektion gemacht und dann fällt dabei auf, guck mal, die Bremsschläuche. Der ist schon geschlabbert da oben, guck mal, schon unten drunter. Verdreht, das heißt, jemand hat die Bremszange abgebaut und nicht wieder richtig drauf gemacht. Da musst du darauf achten, da verdreht sich hier der Schlauch. Das ist, ja, und dabei liegt er dann natürlich hier oben auf an dieser Stelle. Und schleift da oben. So, und wenn er da oben schleift, kann ich mir vorstellen, was da kaputt geht. Und der Aljoscha sagt mir gerade, das ist auf der anderen Seite. Guck mal, der hat schon oben auch gescheuert. Das siehst du da, wenn du den Bremsschlauch hochhebst, kannst du sehen, dass er schon angefangen hat zu scheuern. Da sieht man es, da, wie der schon geschliffen hat. Beiden Seiten, ne? So, und das kann dazu führen, dass so ein Bremsschlauch kaputt geht. Also es ist ja unfassbar, dass sowas passiert. Das ist echt. Aber manche, ja, hier das Gleiche, ja, verdreht und da oben schleift auch schon dran. Also, gut, dafür sind Inspektionen da, aber normalerweise, wenn so ein Bremssattel... Der hat vor kurzem neue Bremsbeläge. Ab, nicht bei uns. Nicht bei uns. Nicht bei uns, bei einer anderen Werkstatt, nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Ja, und sowas entdecken wir jetzt bei der Inspektion. Gut, dafür ist die Inspektion da, gut aufgepasst, prima. Ja, jetzt werden die Räder abgebaut und dann können wir gleich mal zeigen, wenn diese Räder runter sind, Bremssattel ab, dann wird der einfach verdreht und wieder aufgesetzt. Komme ich das gleich mal zeigen, vor allem wie dann der Bremsschlauch liegt. Achtsam sein mit sowas. So, wir machen jetzt die Räder runter, wir machen drüben weiter mit unserem Helikol. Ich wollte aber eine Luftpistole haben. Kannst du haben, oberste Schublade. Ja. Ja, aber dafür ist eben noch eine Inspektion da, dass bei einer Inspektion sowas entdeckt wird. Falls mal Mist gemacht wird, weil das ist echt lebensgefährlich. Ne? Oh, da ist jetzt gerade was Fett reingekommen. Oh, das Fett ist raus. Und jetzt haben wir hier den Gewindeschneider.
Das ist ein Einmalschneider, das heißt, mit einem Mal kann man da reinschneiden. Es gibt ja normalerweise so Stufenschneider. Das ist einer, der beim ersten Mal schon das komplette Gewinde drin hat. So, ich setze jetzt hier an. Und das Ganze, das ist ja wunderbar bei Aluminium. Aluminium ist so, ist recht weich und das kann man da wunderbar, wunderbar langsam, das wird ein bisschen schwieriger, langsam reinschneiden. Da zieht sich das langsam, schneidet er jetzt da ein übergroßes Gewinde ein. Und, das, und dann so lange, bis man Widerstand spürt. Niemals bei so einem, sind wir schon unten, niemals bei so einem Gewindeschneider weitermachen, wenn es ein großer Widerstand wird. Der hält einiges aus, aber wenn der abbricht, das ist gehärtetes Stahl, dann ist Schluss. Das kann man nicht mehr ausbohren oder irgendetwas. Das ist vorbei. So, habe ich das Gewinde da reingeschnitten. Kannst mal gucken, vielleicht kannst du das auch mit der Kamera erfassen. Ich glaube, das wird relativ schwierig. Und man kann jetzt sehen, dass da ein Gewinde drin ist. Komm. So, jetzt müssen wir natürlich wieder aufpassen, dass wir diese Späne, die wir jetzt da haben, dass die nicht reingeht. So. Da kann jetzt sein, dass da innen drin noch ein bisschen Späne sind. Setze ich hier den Lappen an. Sicher machen, dass nichts da reinkommt. Und so. Alles gut, jetzt haben wir da ein schönes Gewinde drin. Dieses Gewinde ist es auf der Größe von dem Bohrer. Ich kann nicht 6, ich schätze mal so 7 mm wird der sein. So, und jetzt setzen wir das Helikoll an. Können wir hier drauf drehen. Hier sieht da so eine kleine Kerbe dran. Seht ihr da? Diese kleine Kerbe. Das ist nachher dafür da, dass dieses Teilchen, das wird nachher weggebrochen. Dass, wenn man die Schraube nachher ansetzt. Wo habe ich es hingetan? Ja. Dann würde die Schraube das Gewinde unten. Das wäre der Schluss. Das wird das Gewinde weit auseinanderziehen. Seht ihr das, wie das auseinanderzieht? Ich will es nicht weitermachen, weil dann geht das Gewinde kaputt. Und deswegen ist diese Sollbruchstelle. Und an dieser Sollbruchstelle, wenn das jetzt gleich drin ist, nimmt man einfach den Sollbruchstellenkörner, den setzt man hier ein und haut da einmal drauf und dann bricht diese Stelle weg. Aber das, man braucht dieses Häkchen ja, damit man das Gewinde überhaupt da reingeschraubt kriegt. So, und das machen wir jetzt mal. Das ist da reingesetzt und dann wird das bündig da reingedreht. So, das geht wunderbar smooth da rein. Ein bisschen tiefer als bündig, damit der Ventildecke da auf jeden Fall gut drauf sitzt. Ja, und ganz ein wenig. So, jetzt ist das Ding da drin. Jetzt kommt der Sollbruchstellen-Austreiber. Bob. So, mal reingucken. Wunderbar. Das Gewinde, das Häkchen ist innen dran weg. Kannst du ganz tief reingucken? Ja, also das Action ist da hinten dran weg. Okay. So, die Dichtung, die ist noch sehr weich. Die ist auch schon mal neu gemacht worden. Hat wohl schon mal eine andere Werkstatt neu gemacht. Hier ist noch was von dem Kleber drin, den die da benutzt haben. Oh, das macht aber auch nichts hier. Normalerweise würde so eine Dichtung auf jeden Fall neu machen. Aber wenn man einfach mal davon ausgeht, dass so eine Dichtung auch schon wieder 25, 30 Euro kostet, guck mal, wie weich die noch ist. Hat der Jürgen das getestet, ob die weich ist? Nee, ne, hat er nicht gemacht, oder? Die ist noch ganz weich, die Dichtung. Hier. Die ist nicht ausgehärtet. Also ich, wenn es mein Auto ist, würde ich sie drin lassen. Und ganz klar, ich behandle Kundenfahrzeuge genauso wie mein Auto auch. Und einfach nur, um die Kosten da ein bisschen geringer zu halten, machen wir die neu. Hier ist ja auch so ein Steg drin. Guck mal hier. Da kann man ja sehen, dieser Steg, der da drin ist, ne? Das ist alles ganz weich noch.
Und da hat der Jürgen bestimmt gedacht, das ist die alte, dann hat das nicht weiter geprüft. Also so eine Dichtung würde der Jürgen auch drin lassen, definitiv. Also die ist... Oh, schon wieder Pause. Tschö. Nee, wir machen natürlich weiter. Also diese Dichtung lasse ich drin. Vorher nochmal da hinten was sauber machen. Und dann werden die Schrauben mit Drehmoment angezogen. Weil das ist das Hauptproblem bei diesen Zylinderköpfen. Bei den Zylinderköpfen, sag ich ja. Doch, klar, bei dem Zylinderkopf, dass die Schrauben manchmal zu fest angezogen werden. Und dann reißt die eben auch raus, das Gewinde. Jetzt schauen wir die mal ein bisschen bei. Und dann nehmen wir hier mal unsere vordere. Und schauen wir. So, hier ist auch noch, ne? Das ist auch ganz weich, da ist auch noch Dichtung drin. Ganz, 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 ganz weich und die dichtet auch noch gut ab. So, tun wir die jetzt da rein und jetzt müssten wir die auch eigentlich. Gut festgezogen kriegen. Hast du ein Rad schon runter? Nee, ne? Hast du ein Rad schon runter? Machen wir noch eben eins runter, dann können wir das mal gerade zeigen. Okay. Josch macht uns jetzt da drüben auf der anderen Seite ein Rad runter, weil wir jetzt gleich hier fertig sind. Dann können wir uns da drüben das mal mit dem Bremssattel angucken. Was echt nicht ohne ist. War das vorhin hinten die Schraube, die der Jürgen oder so gejammert hat? Ich weiß ja warum. Schauen wir jetzt mal im Rechner, wie viele Newtonmeter die bekommen. Müssen wir mal hinten zum Rechner gehen. Oh, jedes einzelne Fahrzeug hat andere Newtonmeter, für Steuerdecke, Gehäuse 10 Newtonmeter. Na, je nachdem, was es für ein Gewinde ist. Dann Zündkerzen zum Beispiel 23 Newtonmeter, Nockenwellenlager. Und hier haben wir Ventildeckel, wir haben ein M6er Gewinde. Oh, ich habe vorhin 30 Newtonmeter gesagt. Oh. 10 Newtonmeter, das ist ja nichts. Boah, da haben wir jetzt verschätzt 10 Newtonmeter, das ist echt. Boah. Okay, ziehen wir es mit 10 Newtonmetern. So, dann kann man hier das einstellen. Hier unten, da ist die Newtonmeterzahl. Das heißt, wenn der auf 0 steht, warte mal, da, wenn der jetzt auf 0 steht, jetzt hätten wir genau 5 Newtonmeter. So, jetzt sollten wir 5,05 Newtonmeter, 5,1 Newtonmeter. So, jetzt drehen wir den rauf bis auf 10. Ah, ich glaube, ich bin schon zu weit. 10 Newtonmeter, dann wird er hier gesichert. Dann kann man den nicht mehr verstellen. Und jetzt ziehen wir den nach. Und ihr werdet euch wundern, wie wenig Kraft das ist und wie wenig es wirklich nur braucht, um den Ventildeckel anzuziehen. 10 Newtonmeter ist wie Mückenfurz, würde ich sagen. Das ist echt nix. Achtung. Hopp. Schon fest. Achtung. Hopp. Fest. Fest. Und die beiden vorderen. Und die auch noch. Und wenn das Gewinde jetzt Mist ist, reißt es wieder raus. Tut's aber nicht. Gut. Nun haben wir es hier fest. Und die Zündspule noch fest. Und dann ist der Wagen soweit erledigt. Noch festziehen.
mit dem Nummi drauf. Das ist alles. Das ist fest. Das hat Jürgen abgemacht. Das ist auch gut. So. Jetzt lassen wir den Wagen gleich schon mal draußen ein bisschen warm laufen. So, Werkzeug räume ich gleich weg. Wir gucken uns jetzt mal drüben bei dem BMW die Bremszange an. Entschuldigung, ist ja gar kein BMW. Ist natürlich ein Scooter. Komm ich auf BMW? BMW ist für mich immer weiß, keine Ahnung. So, und guck mal hier. Ne? Jetzt ist hier, dadurch, dass das hier verdreht ist, kann man von unten jetzt nicht so gut sehen, kann man hier besser sehen, schleift jetzt hier oben der Bremsschlauch. Bremsschlauch, wenn ich vor oben auf die Bremse trete, wird Hydraulikflüssigkeit, Bremsflüssigkeit hier durch diese Metallleitung und hier ist natürlich Gummi, weil ne, das sich auch hin und her bewegt und der Stoßdämpfer einfedert. Wenn das Metall wäre, wird das direkt wegbrechen, fließt eben diese Flüssigkeit hier durch und dieses mehrfaches Gummi mit Gewebe drin und, damit es auch stabil wird und nicht auseinanderquillt, läuft dann hier rüber, aber wenn das dann hier drauf schürfelt und da ein Riss drin passiert, geht die Bremsflüssigkeit natürlich hier raus und man hat hier vorne keine Bremswirkung mehr. Und das Bremspedal wird ganz weich. Da kommt so ein Schockmoment. Man hat hier so eine diagonale Bremse, das heißt vorne links und hinten rechts das Rad, die Bremse normal gleich und vorne rechts und hinten links. So, dann hat man erstmal den Schockmoment und dann kann schon jede Menge passieren. Aber zum Glück ist es ja noch nicht so weit durch. Der Josch hat es ja auch gut gesehen bei der Inspektion. Jetzt komm mal hier rüber, damit du sehen kannst, was ich jetzt einfach mache. Ich nehme jetzt einfach den Bremszange ab, dreh sie einmal rum. Ja, du hast das schon lose gemacht. Das ist schon richtig verformt. Du. So, setz sie drauf. So, und dann, so sitzt sie jetzt richtig. Ne? Verläuft hier rum. Dann müssen wir die wieder festschrauben. Gut. Und da sieht man die Stelle, wo es schon dran gearbeitet hat. Da. Das ist jetzt noch nicht so schlimm. Da ist nur die Oberfläche ein bisschen angeschirbelt. Aber wenn die Jungs das jetzt nicht gesehen hätten hier, heiße Nummer. Ja, wollen wir noch eine Steinschlagreparatur zeigen? Ja? Gut, Aljoscha ist Spezialist für Steinschlagreparatur. Könnt ihr jetzt mal angucken. Das ist so ein typischer Steinschlag in der Frontscheibe. Hat bestimmt jeder schon mal gesehen, da schlägt ein Stein auf. So eine Frontscheibe sind zwei Scheiben aufeinander geklebt. Das heißt, eine Scheibe, dann kommt eine Folie und dann die nächste Scheibe. Jetzt ist die äußere Scheibe ist im Prinzip jetzt kaputt. Die Stabilität ist jetzt nicht mehr so gegeben. Es kann jetzt hier zu Rissen führen. Und der Josch hat jetzt dort einen Spiegel reingetan, damit man das auch nochmal sieht, wie es von der anderen Seite aussieht, hat das jetzt was aufgekratzt, damit man das Loch größer ist da außen und füllt jetzt dort ein Harz ein. Aber wir können jetzt mal draußen gucken. Da draußen habe ich noch ein paar Frontscheiben stehen. Wenn man das mal sieht, wie diese Folien dazwischen wirken. Ne? Hier kann man die Folie sehen, die kann man hier entdecken, da. Das ist die Folie, die zwischen den Scheiben ist. Ne? Wenn du hier mal auf den Rand guckst, das ist eine Scheibe und das ist die nächste Scheibe. Und hier da drinnen ist die Folie. So, und hier kann man dann eben genau die Schicht dazwischen sehen. Das ist die eine Scheibe, die Innenscheibe, das ist die Außenscheibe und dazwischen ist eine Folie. So, und diese Folie sorgt dafür, dass so eine Scheibe recht stabil ist. Ne? Hier, man kann hier draufhauen, aber die Scheibe bröselt eben niemals komplett auseinander und das alles in den Innenraum reinfällt, kann man hier auch sehen. Ne? Die Scheiben sind recht stabil. So ein Steinschlag kann man ja auch noch mal sehen. Hier haben wir mal eine Stelle an der Scheibe, wo noch nichts kaputt ist. So ein Steinschlag, wenn so ein Stein aufsteckt. Oh, die hält. Guck mal, wie viel die aushält. Da muss man erstmal einen Steinschlag reinkriegen. Geht gar nicht. Boah. Hammer, ne? Also so ein Stein muss da schon. Ich will jetzt ja keinen Stein drauf werfen, der fliegt ja hier rum. Das ist ein heftiger Stein. Das ist sogar ein Hammerschlag. Also, wenn man sieht, wie viel so eine Scheibe aushält, das ist schon enorm. Und trotzdem ist diese Scheibe ja ins Fahrzeug eingeklebt und ist ein Teil der Karosserie. Und wenn die sich verwindet und dann an einer Stelle so ein Steinschlag ist, kann es zum Riss kommen. Sag mal schnell reingehen, nicht, dass der Joscha jetzt schon das Harz da am Reinkleben ist. Oh, ah, nee, ist noch nicht so weit. Da hat jetzt hier so eine Konstruktion drauf gebaut, die genau parallel oder gegenüber von dem,
von dem Steinschlag ist. Und hat jetzt hier so eine Spritze, hat jetzt hier ein Harz eingebracht. So ein Tröpfchen Harz. Ich mach's zu. So, das ist jetzt da oben drin. Saug das jetzt da rein. Setz dieses Teil dort oben drauf. Es ist dann bündig unten mit der Scheibe. Da ist so eine, dieses Weiße ist so eine kleine Dichtung, damit das nicht rechts und links rausquillt. So, und jetzt saugt er erstmal ein Stückchen an. Ich saug jetzt einen Unterdruck. In das System rein. In dieses Loch rein. Saug den Unterdruck. So. Und jetzt fließt im Prinzip schon die Flüssigkeit durch die Trägheit, durch Erdanziehungskraft haben wir ja, also einen Unterdruck reingesaugt und die Flüssigkeit fließt jetzt in das Loch rein. Da müssen wir jetzt 5 Minuten warten und dann geht's weiter. So, so eine Steinschlagreparatur darf man nicht im Sichtfeld machen, weil an dieser Stelle, wo das Harz jetzt reinkommt, da sind immer noch so kleine Risse drin und da ist natürlich das Licht, hat eine andere Streuung. Ne? Und das würde hier im Sichtfeld irritieren. Und da sagt der Gesetzgeber ganz klar, das darf ich. Da haben wir hier so eine Schablone. Das muss in der Mitte vom Lenkrad stehen. Hier ist die obere Wischerbegrenzung. So, und in diesem Bereich, geht alles? Hier in diesem Bereich bis hierhin. Und hier ist die untere Wischerbegrenzung. Also in diesem Bereich bis hier oben hin darf man den Steinschlag nicht reparieren. Da haben wir extra diese Scheibe, um dem Kunden das auch zu zeigen. Das ist im Prinzip eine Gesetzgeberschablone. So, und in dem Bereich darf man es nicht reparieren. Da oben ist aber gar kein Problem. Dadurch ist die Scheibe wieder sicher und reißt nicht mehr. So, jetzt drückst du es rein. Ne? So, und jetzt wird das dann nochmal mit Druck kräftig reingedrückt. Jetzt ist schon den ganzen Teil reingelaufen und jetzt gibt der Gerst da Druck drauf, mit Gefühl, weil an diesem ist der Moment, wo die Scheibe, wenn die zu viel Druck bekommt, dann auch reißen kann. Das passiert manchmal, das kann passieren, aber in den seltensten Fällen. Jetzt kontrolliert der Gerst, ob alles gut reingelaufen ist und wie sieht es aus? Zweites Mal machen. Ja? Mhm. Ist noch nicht genug drin? Nein. Ja, die Spitzen von den Rissen sind noch nicht gefüllt. Also von den beiden Rissen. Das Bullauge ist schon weg, aber hier ist der Riss nach oben hin. Ja, aber das wirst du ja nicht mehr anders reinkriegen jetzt. Wenn ich eine zweite Stufe mache, könnte es sein, dass du noch reinfließt. Okay, ein anderes Harz hast du noch? Nee, den zweiten noch mal raussaugen, noch mal reindrücken. Ja, okay, dann probieren wir mal aus. Ich muss jetzt erstmal stehen lassen. Okay. Es könnte auch sein, dass er jetzt nach 5 Minuten der Riss zu ist. Ja, das Harz fließt jetzt da weiter rein. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob es wirklich komplett bis in die letzte Ritze reinfließt. Ansonsten machen wir noch mal ein Tröpfchen rein und geben noch mal was Druck drauf, zu schauen, ob es dann... Oh ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja. Also der eine der obere ist schon besser geworden. Ja, der verändert sich gerade. Nee, der brauchst du nicht nochmal. Guck mal, sieht schon super aus. Läuft dran. Ich lass ihn mal stehen. Ja, 5 Minuten. So, wir hatten ja vorhin die Idee, dass wir es vielleicht aus 2 Zimmer machen müssen, weil es noch nicht schon weit genug reingelaufen ist, aber nicht. Also das ist, man sieht doch ganz leicht die Härchen da, aber das ist super gut reingeflossen. Jetzt ist es im Prinzip verteilt in diesem Loch, verteilt der Harz. Und um das jetzt auszuhärten, haben wir hier in unserem Satz eine UV-Lampe. So. Diese UV-Lampe wird jetzt da oben drauf gesetzt. So, und hier setzen wir jetzt eine UV-Lampe drauf. Und diese UV-Lampe sorgt dafür, dass der Kunststoff ausgehärtet wird. Stecken wir hier in den Zigarettenanzünder rein, dann haben wir da Spannungsversorgung drauf. Bei dem müssen wir selbst die Zündung einschalten. So, und dann können wir die UV-Lampe einschalten. So, jetzt hat er gepiepst. Die leuchtet jetzt die UV-Lampe. Dann können wir sie eingeschaltet. So, und jetzt härtet er den Kunststoff aus. Das kennt ja jeder, wie beim Zahnarzt. Wenn der Zahnarzt so einen Kunststoff mal reinmacht, dann hält er auch jetzt immer so eine Lampe da rein, so eine blaue Lichtlampe, eine UV-Lampe. Oder es gibt auch mittlerweile so Kunststoffkleber im Baumarkt. Das funktioniert genauso. Jetzt härtet das aus, dauert eine Zeit, damit das Ding wieder piepst und dann geht die Bearbeitung weiter. So ungefähr um die 3 Minuten. So, jetzt ist ausgehärtet, das System. Das heißt, das Harz ist jetzt hart.
ist das wieder ab. So, gehen wir dann noch so ein bisschen Tropfen drauf, auf der Stelle da. Ja, das ist jetzt das, was aus dem Ding rauskommt, was unter Luftanschluss da innen dran war. Müssen wir wegputzen. Ist jetzt ausgehärtet. Leicht zwischen die Folie gelaufen. Ganz leicht. Ja, da sieht man so eine leichte. Ja, so ist es. Aber das heißt, es ist auf jeden Fall tief genug drin, dass es hält. So, jetzt sieht man hier so ganz leichte Wolken. Das ist das, der Harz, der da zwischen die Folie gelaufen ist. Das ist normal und deswegen sagt der Gesetzgeber auch, dass das nicht im Sichtfeld repariert werden darf, weil das natürlich zu einem anderen Lichtverhältnis führt. Hier ist das ganz egal, das ist nicht das Sichtfeld und damit ist das gut. Das wird jetzt noch was abgeschliffen. Nee, kommt Deckharz noch drauf. Ach so, klar, wir haben noch kein Deckharz drauf, das wird jetzt ein Harztropfen drauf gemacht und dann kommt da Folie drauf. Und wie lange brauchst du, bis es hart ist? Nochmal dieselbe Zeit. Okay. So. Ist guter. Also. Mehr. So, das Deckharz brauche ich eben jetzt auch. Nochmal die Zeit. Ich schalte mal das ein. So, und das braucht jetzt auch nochmal 3 Minuten, bis es ausgehärtet ist. Okay, jetzt ist das fertig. Das ist jetzt auch ausgehärtet. Das heißt, die Folie kommt jetzt runter. Und ist hart. Wird das mit einer Klinge abgeschliffen? Hört sich ganz schlimm an, aber... Guck mal von oben, dass man es besser sehen kann. So, ich schleife mal ab. Was wird der Rest von dem Deckharz? Wird da abgeschliffen. Hört sich echt mies an. Die Stelle noch poliert. So, jetzt wird die kleine Stelle noch poliert und dann ist das Ding, ist die Frontscheibe auf jeden Fall sicher. Politur drauf. Das ist noch poliert mit einem Weinkorken von einem Chardonnay oder Riesling kann man da benutzen. Von gestern Abend. Von gestern Abend, ja. Von der Flasche, die wir gleich aufmachen. Wir müssen jeden Abend saufen, damit wir die Steinschlage reparieren können. So, jetzt ist die Scheibe auf jeden Fall wieder sicher und alles ist gut. Was machst du hier? Inspektion, Räderwechsel, Feder gebrochen. Oh, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Hast du hier rein? Ich finde sie gar nicht. Kannst reinpacken. Hier auf der Höhe ungefähr. Hast du aber gerade gehört? Ja, ja. Ne? Da. Ja. Oh. Ich habe die noch nicht rausbekommen, aber kaputt. Ja, kommen wir gar nicht raus. Ja, immer wieder. Das ist das untere Stück der Feder, kann man so nicht sehen, kommst du so dran. Hast du einen Spiegel? Ja, mit dem Spiegel kam ich auch nicht dran. Deswegen bin ich mit der Hand reingegangen. Ja, das ist etwas, was man mit der Inspektion auch, dafür werden ja Inspektionen gemacht, um sowas zu prüfen. Hier müssen wir gucken, ob du das sehen kannst. Da kann man es sehen. Da kann man sehen, wie die Feder weggebrochen ist. Ja. Ja, okay, guck mal, kannst du recht gut sehen, wie die weggebrochen ist. Ja, gut. Dafür sind Inspektionen da, sowas merkt man nicht. Ne? Okay, die bricht irgendwann, dann geht es irgendwann mal tong, dann denkt man, was war das? Und dann ist der Wagen natürlich nicht mehr so stabil im Fahrwerk, hat anders Bremsverhalten. So ein Galaxy ist meistens ein Auto mit vielen Kindern drin. Und dann, ja. Da muss auf jeden Fall eine neue Feder rein. Dann rufen wir jetzt den Kunden an und klären das ab. Ja, das war's heute. Neues aus der Werkstatt. Jörg ist ja vorhin schon ab, der ist schon wieder da drüben seine Inspektionen am machen. Uns passen die Jungs gut auf mit den Inspektionen, bei uns werden noch Sachen gefunden. Und sowas ist eben auch lebensgefährlich in Anführungsstrichen, aber die Bremse auf jeden Fall. Euch eine gute Zeit, wenn euch das gefallen hat,
Daumen rauf für uns und abonniert euch. Bis dann. Tschüss.